Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Zelda Link to the Past Let's Plays. Ich bin Rektalin, ihr schaut wie Legends for You. Und wir müssen uns heute nochmal mit dem Wüstenpalast auseinandersetzen und sprich auch nochmal dorthin daggeln und so weiter und so fort. Ihr kennt die Miserie, mal gucken. Ah, das klappt also noch. Den können wir auch schon mal auf Entfernung umlöten. So, hier, was mit dir? Ha, hast du nicht gesehen. Umgefallen einfach. Auch nicht mehr das, was sie mal waren. Jedenfalls, okay, das war nicht so gut. Aufpassen, wie sie sich hier in den Büschen verstecken. Ey, da krieg ich das Kotzen. So, egal. Wir müssen trotzdem weiter. Führt ja kein Weg dran vorbei. Hier, hallo, Mr. Octopus. Mann, sieh denn da für ein Quatsch. Das ist ja auch beschiss. Vor allem die Grünen, die verstecken sich in den Büschen und die Blauen, die machen einen auf dicke Hose hier. Sehen aber trotzdem nichts und da bin ich auch recht froh drum. Können wir den Kram auch hochheben? Tatsache, ey. Verrückt. Nur bewegen können wir uns dabei nicht. Ah, komm, das gibt's doch nicht. So, jetzt haben wir ihn aber. Den haben wir umgehauen, das passt. Jetzt, da oben müssen wir nicht mit der Fee sprechen, denn da haben wir ja zum Glück schon alles, was wir brauchen. Ich hoffe, dass sich da der Dungeon resettet hat. Dass wir da auch wieder rein können. Ja, können wir. Das ist natürlich gut. Müssen wir aufpassen. Dass der Hoshi hier mal abhaut. Okay, alles klar. Das passt. Das ist gut. Ab aufs Buch. Und gelesen. Bla bla bla. Bla bla bla. Wir wünschen uns alles Gute für diese Welt. Dö, 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 dö. Tür ist auch offen. Alles passt. Alles ist gut. Alles muss so sein, wie es ist. Jetzt müssen wir nur noch den Weg treffen, letztendlich. Damit haben wir das Schwierigste aber auch schon erledigt. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir hier irgendwie wieder rauskommen. Auch wenn ich nicht mehr genau weiß, wie. Wollten sie uns wieder abknallen, hier die Schweine. Nee, Sack! Ich habe gedacht, da kann man mit den Pegasus-Stiefeln einfach durchrennen, weil man eh die Geschwindigkeit halt hat, die man dafür bräuchte. Aber nein! Lieber ganz außen vorbei. Auch außen vorbei. Ins Gesicht. Nochmal ins Gesicht. Schade. Keine Herzteile. Ganz auf mich abzuballern. Da, hier. Laserstrahlen über Laserstrahlen. Das haben wir auch ganz nett gemacht, dass es ein Dungeon und danach noch ein Dungeon gibt, quasi. Muss ich mal ganz ehrlich loswerden. Ja, komm, schieß mal auf mich. Ah, hast mich gar nicht gesehen, oder was? Haha, farbenblind. Oder wie auch immer. Blind sein ist nicht lustig. Das ist mir durchaus bewusst. So, jedenfalls müssen wir jetzt weiter. Bin mal gespannt, ob wir den Boss heute packen, wovon ich fast davon ausgehen muss. Wäre ja sonst arg peinlich. Komm, schieß mal. Die haben Angst vor uns, ne? Warum? Okay, das haben wir. Jetzt müssen wir gucken, dass wir hier durchkommen, bevor wir erschossen werden. Wie sie hier stiften gehen. Wahnsinn. So, haben wir die auch erledigt. Bin gerade ein bisschen konzentrierter bei der Sache. Und ich denke, das ist vielleicht auch angesagt. Okay, der Hoshi ist noch da. Da müssen wir schnell mal wechseln. Sonst ohne Pfeil und Bogen kriegen wir den nämlich nicht. Auch lustig, dass die überall halt auch sind, ne? Ich meine, das ist ja nicht so, dass die jetzt nur in dem einen Dungeon gewesen wären, sondern hier sind sie ja auch und jetzt müssen wir uns konzentrieren. Jetzt wird es nämlich heftigst. Den haben wir. Den haben wir auch. Den haben wir. Haben wir. Das ist doch beschiss gerade.
du? Weil die so blöd teilweise auch nebeneinander spawnen. Den haben wir. Boah, aufpassen. Ah! Direkt drauf gestanden, scheiße. Haben wir fast. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt habe ich hier auch ein Timing wie ein Ass. Nicht getroffen. Auch nicht. Wie mich alleine das Geräusch von der Zeit hier fertig macht. Das gibt's doch gar nicht. Gleich zwei mit einem Schlag, sehr nice. Wie viel halten die denn aus, ey? Nein! Puh, Alter, ey. Aber es war besser als das letzte Mal. Das ist schon mal gut. Ein bisschen peinlich ist es schon. Das gebe ich ja zu. Jetzt bin ich hier eigentlich nur rumgelaufen, um Herzchen aufzusammeln. Was irgendwie semi-optimal geklappt hat. Oder besser gesagt suboptimal. Semi-optimal wäre noch eine Übertreibung. Frech ist, dass da auch gar keine Herzis bei rumkommen, wenn man die tötet, ne? Geld, ja. Und das auch nicht zu knapp. Aber Herzis, nein. Shit. Schön aufpassen. Oh. Den haben wir auch. Uah! Gerade für nix und wieder nix. Okay, gehen wir lieber hier rum. Müssen echt aufpassen jetzt. Stell mich aber auch an wie ein Depp. So, jetzt aber. Na mal. Haben wir auch. Haben wir auch. Wo geht der nächste hoch? Hier. Scheiße, doch noch getroffen worden. Okay, das war nix. Okay, einen haben wir. Getroffen zumindest. Aufpassen. Haben wir gleich wieder hier Pech gehabt. Okay, einen haben wir. Wie haben wir das gemacht? Erste Mal, dass wir einen von denen auch getroffen hatten. Also im Sinne von vernichtend geschlagen. Okay, noch einen. Und den haben wir auch. Und jetzt? Wir haben es geschafft, Oh mein Gott, wir haben es geschafft.
Boah, das war ja gar nicht so schwer. Einmal nicht dumm anstellen und schon klappt's. Meine Fresse. Boah. Sehr nice. Sehr nice. Hast du gut gemacht, Link. Halt schön hoch. Du hast das Amulett der Stärke errungen. Dein Ziel ist greifbar nahe. Okay. Hol nun noch das dritte. Alles klar. Das ist so ein bisschen wie, wenn Eltern zu ihren Kindern sagen, boah, ich finde es gut, dass du eine 2 hast, aber das nächste Mal, dann machst du eine 1, ne? In der Arbeit. So, gleiche Motivationsprinzip. Denkt man sich gleich, ja, hier, ne? Ihr mich auch. Schweine! Schweine! Oh, was ist denn das da nochmal? Da gab's doch auch so ein Kram. Das ist so mit lauter versteckten Geheimnissen und genauso soll's ja auch sein. Dafür lieben wir ja die 16-Bit-Rollenspiele. Die unendlichen Geheimnisse der 16-Bit-Welt. Gerade Zelda mit den verschiedenen Welten und so weiter und so fort. Ja, dann verschaffen wir mal die Erholung. Ist er da prädestiniert oder ein Paradebeispiel eher gesagt für diese Art der Gimmicks? Gerade auch das Metroidvania-Spielprinzip mit Sachen holen und wieder zurück, um dann letztendlich doch wieder an einem Ort, an dem man vorher nicht weitergekommen ist, weiterkommen zu können, ohne durchlöchert zu werden von irgendwelchen Pieksepfeilen, die Schweine. Wir kommen hier. Zack, 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 kriegst du auch mal einen ins Gesäß. So, hier, was machst du denn da, Kollege? Hör auf. Also, da rennt er gleich zurück und will zu dem Pfeil umbringen. So ein Schweinevieh. Na, hier, komm, Link, lauf mal rum. Einfach ausgewischen und gezeigt haben wir es dem kleinen Kerl, sage ich jetzt mal. Jetzt ist natürlich die Frage, da ist ein Haufen Leute. Warum sind da so viele? Hallo? Genau, ich bin hier zur NPC-Entlastung bzw. Ausrottung. Jetzt haben wir das Amulett der Stärke. Jetzt sind wir offiziell stark. Ich würde nämlich jetzt gerne nochmal Folgendes machen, wenn wir eh gerade hier in der Ecke sind. Machen wir den Rest der Folge noch Folgendes. Wir rennen jetzt hier mal rein und gucken uns mal den Wald hier an. Da müsste nämlich, soweit ich mich erinnere, ein kleiner Geist sein, ne? Tatsache, hier ist er. Und verschwunden. Verrückterweise. Was es mit dieser Erscheinung auf sich hat, das werden wir auch noch in einer der nächsten Folgen lösen. Dieses Phänomen. Aber bis dahin würde ich sagen, dann machen wir mal einen Cut an der Stelle. Wir haben den Boss geschafft, wir haben das Amulett der Stärke erreicht, sprich einiges gelöst in dieser Folge. Ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Zusehen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.